Und damit herzlich willkommen zum großen Preis von Silverstone. Wir haben gestern im Qualifying mal so richtig verkackt natürlich. Was soll ich sagen? Wir sind in den Regen gekommen und haben dann verpokert sozusagen. Und deshalb sind wir nur auf Startplatz 10. Nur auf 10. Ich würde mal gerne wissen, ob es heute auch wieder anfängt zu regnen. Kann ich hier natürlich nicht einsehen. Was haben wir denn da? Das sind, kann ich hier nicht einsehen. Da steht zwar 0% Regenwahrscheinlichkeit, aber gestern stand das auch da. Naja, hier mit unserem Teamkollege, da führen wir noch. Und dann müssen wir halt mal gucken, was wir heute machen können hier von Startplatz 10 aus. Wir fahren einfach mal raus. Ich glaube, erster war Hamilton und Button. Ne, Quatsch, erster war Alonso. Dann kam er Hamilton und dann kam der Button. Soweit ich weiß, Vettel war auf Position 4. Wir sind auf Position 10. Auf Position 12 oder 11 müsste unser Teamkollege sein. Hier haben wir den Alonso im Bild mit der Nummer 5. Und da sind wir mit der Nummer 19. Und unser Teamkollege mit der Nummer 18 ist zwei Plätze hinter uns, soweit ich weiß. Und dann geht's auch gleich schon los zum großen Preis von Silverstein. Und los geht's. Wir sind auf Platz 10. Ziemlich laut gerade. Jetzt muss ich ein bisschen brüllen. Wir sind gut weggekommen. Müssen jetzt aber noch ein bisschen früher bremsen, dass wir hier nicht ins Gerangel kommen. Haben uns gut durchgedrückt, sind immer noch 10. 9. sind nach vorne gekommen, haben jetzt ein bisschen Platz hier zum Anbremsen, zum späten Anbremsen. Sind auf Startplatz, sind auf 8, Position 7. Wir kämpfen uns langsam nach vorne, kämpfen Position 5 mittlerweile. Sind ziemlich außen, jetzt hinterm Vettel. Und haben 5 Positionen bis jetzt gut gemacht. 5 Positionen haben wir gut gemacht. Startplatz, Position 5 haben wir jetzt. Das ist doch mal erfreulich. So, aufpassen. Nicht hinten ins Heck fahren. Die bremsen jetzt natürlich immer noch ein bisschen früh, weil die im Gerangel sind. Super, 5 Plätze gut gemacht. Na, das war doch ein erfolgreicher Start, würde ich sagen. So, weiter geht's. Bloß nicht nachlassen jetzt. Immer dranbleiben. Ich muss mich auch konzentrieren hier jetzt. Der schnelle Rechtsknick. Im 6. Gang wird mir zwar im 7. Gang hier unten rechts empfohlen. Da in der Route 7 steht da immer drin und blinkt fröhlich vor sich hin. Aber das schaffe ich nicht. Das kriege ich nicht hin. So. 4. Gang runter und dann viel Schwung mitnehmen auf die nächste Gerade. Und Alonso. Nee, Quatsch. Massa hängt uns im Nacken. Alonso ist immer noch erster. 2. müsste eigentlich jetzt der Button sein. 3. Vettel und Hamilton 4. Sehen wir ja gleich, wenn die da über die Linie fahren. Aber wir sehen es auch so. Jawohl, so ist es auch gerade die Reihenfolge. Alonso, Button, Vettel und Hamilton. Hinter Hamilton sind wir und den kassieren wir uns natürlich jetzt gleich. Natürlich holen wir uns jetzt hier eine Menge Schwung mit und sind auch im... das lag natürlich nicht, weil wir hier den Rechtsknick haben, aber wir können uns jetzt schön ranbremsen. Probieren es mal außen oder innen. Ha! Ausgetrickst. Sind auf Position 4 jetzt, hinterm Vettel. Gucken, ob wir den außenrum beschleunigen können. Nein, der lässt uns keinen Platz. Macht die Tür zu. Und wir wollen natürlich Kollision vermeiden, denn wir haben hier immer noch den Mod drin, die Schadensmod drin. Jede kleine Berührung führt dazu zu einem Blattfuß oder das Rad fliegt im Ganzen sogar weg. Kann auch passieren. Also Kollisionen, die normalerweise nur einen kleinen beschädigten Frontflügel mit sich führen würden, ist hier dann schon ein Totalschaden. Deshalb müssen wir ein bisschen aufpassen und langsamer fahren. Oder zumindest einen etwas Abstand halten zu den anderen Fahrern. Wir sind aber immer noch auf Position 4, haben jetzt in 2 Runden 6 Plätze gut gemacht. Gar nicht mal so schlecht. Wir dürfen es bloß nicht abreißen lassen. Der Alonso macht da vorne natürlich auch Tempo. Der will natürlich hier eine kleine Gap entstehen lassen. Also einen kleinen Spalt entstehen lassen zwischen ihm und seinen Verfolgern. Dass der dann ein bisschen mehr Zeit hat. Vielleicht auch mal in der Boxengasse irgendwas zu machen. So, wir dürfen es nicht abreißen lassen zum Vettel. Sind im DRS-Fenster. Und DRS wird ja in Runde 3 geöffnet, so wie wir wissen. Oh, da hätte ich mich beinahe, da wollte ich mich noch vorbeibremsen. Können wir außenrum raus beschleunigen? Vielleicht kommen wir außenrum vorbei. Könnte lang. Wir sind immer noch außen mit zwei Rädern, mit zwei Rädern waren wir neben der Strecke, aber es hat gelangt. Solange zwei Rädern auf der Strecke sind, ist das alles auch legal. Erst wenn alle vier Räder im Dreck sind und wir überholen, dann haben wir eine Regelwidrigkeit begonnen.
Ja, der Massa, aber er ist ja nicht Erster, der ist irgendwo ganz da hinten. Das ist uns egal, wir sind auf Position 3 immerhin. Sind hinterm Button jetzt. Mit leicht schmutzigen Reifen, deshalb kommen wir hier beim Rausbeschleunigen in den Drift. Was aber auch egal ist. So, wir bremsen uns an. Sind jetzt im Getriebe vom Button. Wir sehen den Diffusor, den können wir schon fast ablecken, so nah sind wir hinten dran. Beim Rausbeschleunigen vergrößert er natürlich den Abstand ein bisschen. Du darfst nicht zu viel Zeit verlieren. Versuch ihn zu überholen. Ja, du Olm, ich muss mir erstmal zurechtlegen hier. So, da verliere ich immer Zeit hier an dieser Stelle. Da bin ich einfach noch zu langsam unterwegs. So. Wir kämpfen uns wieder ran. Jetzt habe ich Zeit verloren. Aber der Vettel hat auch eine Sekunde gelassen. So, jetzt vielleicht dann wieder beim Anbremsen für die Links- und die zwei Rechtskurven hier. Da kommen wir wieder ran. Und dann beim Rausbeschleunigen viel Schwung mitnehmen. Dann kann man vielleicht auf der Geraden kriegen. Das ist aber ein bisschen schwierig, weil man dann die langgezogene Rechts-, die schnelle Rechtskurve dann innen anfahren muss. Und das geht natürlich nicht, weil wir viel Schwung mitnehmen müssen, um den Berg auch gescheit hochzukommen. Deshalb können wir da eigentlich nicht innen überholen. Wir müssen außen bleiben und spät reinstechen. Und das war nämlich zum Beispiel schon viel zu früh reingestochen. Gut gemacht. Hat man gesehen. So, aber hier, da können wir uns auch wieder ranbremsen. Langsamste Teil der Strecke. Sauber rausbeschleunigen. Viel Schwung wieder mit auf die Geraden nehmen. DRS ist aktiviert. Wir haben DRS geöffnet, aber das hat er natürlich auch, weil er eine Sekunde hinterm Alonso ist. Aber wir kommen langsam ran. Jetzt hier auch gerade beim Anbeschleunigen. Ui, das war aber auch eben. Da hätte ich mich beinahe... Ja, da hätte ich beinahe mal angeklopft hinten eben. Und da wäre der Frontflügel weg gewesen. So, jetzt hier vielleicht beim Rausbeschleunigen. Langt immer noch nicht, aber jetzt vielleicht auf der Geraden, wenn wir außen bleiben. Nein. Jetzt müssen wir wieder hinten dran bleiben. Wir können jetzt nicht nach innen ziehen. Er hat auch schön die Tür zugemacht, aber er hat natürlich auch Zeit verloren, weil er zu weit innen war. So, jetzt haben wir die drei schnellen Kurven hier. Hier müssen wir ein bisschen abbremsen. So. Aber in der Doppelrechts, kurz vor der Start- und Ziellinie, da kommen wir wieder dran. Da können wir vielleicht uns Position 2 sichern. Hier kommen wir dran. Da müssen wir natürlich jetzt aufpassen, dass wir nicht beim Anbremsen hinten reinrauschen. Aber wir sind dran, wir sind dran. Wir sind jetzt innen. Aber er macht die Tür zu. Scheiße. Beim Rausbeschleunigen vielleicht. Jetzt haben wir einen leichten Drift gehabt. Das hat uns Zeit gekostet. Die Boxencrew erwartet dich am Ende dieser Runde. Okay, wir müssen in die Boxe. Die Reifen sehen auch nicht so gut aus. Da hatte ich auch gerade einen kleinen Hänger eben. Da hat sich das Bild eben kurz eingefreezed. Natürlich hinderlich, wenn das genau in der Kurve passiert. Aber jetzt sind wir schon wieder dran. Wir sind dran. So, jetzt hier vielleicht auf der Geraden mit DRS und Kers. Da haben wir schon wieder einen kleinen Freeze gehabt. Aber egal, wir sind dran, wir sind dran. Wir kommen außen vorbei. Jetzt vielleicht beim Anbremsen. Wir haben die bessere Linie jetzt. Wir können das Gas länger stehen lassen und sind somit vorbeigegangen. Er war innen und musste natürlich früher bremsen, weil er sehr weit innen war. So, wir sind da auf Position 2. Das hat auch gut funktioniert. Hier wieder der schnelle Rechtsknick. Da müssen wir jetzt alle aufpassen. Nicht abfliegen. Und nicht so viel Zeit verlieren. Von 10 auf 2 sind wir jetzt gefahren. Innerhalb von 5 Runden. Das ist... von Spannung noch kaum zu überbieten. Das ist doch fantastisch. So. Wir gehen in die Boxe. Mal gucken, was Alonso macht. Bleibt er draußen oder geht er auch in die Boxe? Ich vermute mal, er wird auch in die Boxe gehen. Wir sind eine Sekunde hinterm Alonso. Können jetzt auch wieder ein bisschen Zeit gut machen. Uiuiui. Und Button geht auch in die Boxe. Ich bin gespannt. Das wird ein kleiner Wettstreit. Wenn unsere Boxe richtig schnell arbeitet, dann können wir vielleicht sogar vor Alonso rauskommen. Naja, andererseits haben wir... Gut, denn der muss den Weg ja auch noch fahren. So. Sind alle schon drinne? Da ist Alonso.
Hamilton haben wir uns hinter uns gelassen noch. Und wir sind genauso rein, fahren genauso raus, wie wir reingefahren sind. Außer, dass Hamilton vom Vettel überholt wurde, so wie es aussieht. Oder Button war das. Sorry, ich verwechsel die Namen immer. So, jetzt haben wir die härtere Mischung. Da müssen wir uns jetzt natürlich auch erst drauf einstellen. Die kleben nicht so gut und halten aber dafür ein bisschen länger. Müssen sie jetzt auch noch. Wir sind in Runde 6 von 13. So, jetzt will der Alonso pushen. Er will einen Abstand rausfahren, aber da vorne fangen dann auch schon die Überrundungen an. Ach nee, Quatsch, wir sind ja auf Position 9 jetzt, weil wir in der Boxe waren. Was erzählst du da für eine Scheiße? Von wegen Überrundung. Jetzt haben wir hier Greening auf, hier das, die Reifenknüppel haben wir jetzt auf den Reifen drauf gehabt, weil wir neben die Ideallinie gekommen sind. Fremdgummi aufgesammelt. So, der schnelle Rechtsknick. So, wir haben Halbzeit im Rennen. Und sind immer noch auf Position 9, aber die müssen natürlich jetzt auch alle in die Boxe. Das heißt, dass wir höchstwahrscheinlich jetzt dann auf Position 2 rauskommen werden. Bloß nicht zu viel Zeit verlieren. Natürlich sind wir konkurrenzfähig. Wir sind ja auch auf Platz 2. 9. Sorry, aber... Da sind wir gut rangekommen. Da sind wir sehr gut rangekommen an den Alonso. Jetzt hier viel Schwung wieder mitnehmen. Auf die Gerade. Nicht zu früh aufs Gas, sonst hängt man wieder hinterher. Jetzt saugen wir uns langsam ran. Müssen... Scheiße. Da habe ich zu spät eingelenkt. Aber wir kommen hier in der Kurve wieder dran. So, wir sind auf Platz 2. Die anderen waren jetzt auch in der Boxe. So, wir müssten eigentlich auch ein DRS-Fenster sein. Jawohl, vielleicht können wir jetzt ein bisschen was reißen. Wir öffnen... Ah, das war zu früh geöffnet. Scheiße, das hat uns sehr viel Zeit gekostet natürlich. Müssen wir gucken, dass wir die beim Anbremsen wieder reinkriegen. Wir bremsen ein bisschen später als Alonso und kommen auch wieder ran. Natürlich habe ich mit denen. Halt die Klappe, ich muss reden hier. Ich muss fahren und reden. Und du sitzt da auf seinem blöden Stuhl. So. Konzentration. Runde 7 sind wir. Von 13. Schneller Rechtsknick, den wir im siebten Gang fahren sollten. Aber so viel Zeit verlieren wir gar nicht gerade. Sehr gut. Fünfter und dann runter in den vierten. Und jetzt hier, früh aufs Gas, dass wir da schön rausbeschleunigen können. Keine Zeit verlieren. Wir haben doch keine Zeit. Zu spät, zu spät. Wir kommen doch zu spät. So, der schnelle Rechtsknick. Da müssen die Außenreifen natürlich, die Reifen, die in Kurven äußern sind. Ah, da habe ich mich verbremst. Scheiße. Dein Frontflügel ist leicht beschädigt. Solange du keine Probleme hast, kannst du draußen bleiben. Ja, ist aber nur leicht beschädigt. Ich denke mal, das dürfte erstmal nichts machen. Ja, die Reifen, die außen sind hier, gerade in den Kurven, wie dieser schnelle Rechtsknick, die müssen natürlich sehr leiden. Und das Ganze dreimal auf dieser Strecke. Wir haben drei schnelle Rechtsknicke. So, ich hoffe. Ja, wir haben gerade hier Traktionsprobleme. Verdammte Scheiße. Schmutzige Reifen, Traktionsprobleme. Wir konzentrieren uns nicht richtig, weil ich zu viel laber wieder. Ich muss immer hier ein bisschen mehr konzentrieren. Aber wir sind ja nicht ganz weg. Wir sind jetzt 2 Sekunden hinten dran, aber die holen wir natürlich auch wieder auf. Wir sind ja schneller als er eigentlich. Bloß nicht so viel schneller, dass wir locker vorbeikommen. So, gerade hier in diesem Sektor. So. Hier, die schnellen Kurven im sechsten Gang. Hier schalten wir in den fünften runter und dann in den vierten. Kurz rollen lassen, früher aufs Gas, viel Schwung mitnehmen, auf die Gerade. Dann kommt der letzte schnelle Rechtsknick. Aber die schnelle letzte Rechtskurve. Ist ja kein Knick. So, wir haben schon ein bisschen was gut gemacht. Von 2,3 Sekunden auf 2,1 verkürzt.
Und hier machen wir auch wieder Zeit gut. So. Auf 1,1 verkürzt. Das kriegen wir hin. Haben wir auch gerade geschafft. Na, 1,40,3. Mit langsamen Reifen und noch halbvollem Tank, so wie es aussieht. So. DRS ist an. Kommen wir ran jetzt hier beim Anbremsen. 100er Schild ist unser Bremspunkt. Vielleicht ein bisschen spät gewählt. Viel Schwung mitnehmen, komm schon. So. Der Vordermann scheint sich jetzt von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl, maximale Leistung. Das ist uns egal, wir sind dran. Er kann die nur volle Drehzahl nutzen, wie er will. So, hier wieder der schnelle Rechtsknick. Oh, da freest nochmal kurz das Bild. So ein Scheiß. Warum freest das immer? Ich habe manchmal so Frame-Einbrüche auf einmal. Die gehen aber ganz kurz auf Null runter. Aber dann ist es wieder gut. So. Wir sind dran. Ah, da zu früh aufs Gas. Na, wir sind aber jetzt in Runde 10. Drei Runden haben wir noch, um da ranzukommen. Um vorbeizukommen vor allem. Ran ist ja kein Problem, da kommen wir immer wieder ran. Aber wir kommen nicht vorbei. Huch. Eine kleine Rallye-Tour hier durch den grünen Streifen. Und da sind die Reifen natürlich schmutzig und wir sind hier... Ja, dann spulen wir mal zurück. Wir haben ja noch keine Rückspulfunktion verwendet. Können wir ja auch mal machen, würde ich sagen. Eine ist okay, weil jetzt ist es auch gerade spannend. Scheiße, wir müssen noch weiter. Da müssen wir hin, genau, so. Das müsste doch eigentlich schlagen. So. Mist. So, der schnelle Rechtsknick wieder. Schön, dass es Rückspulfunktionen gibt. Natürlich will ich die eigentlich nicht benutzen, aber... Jetzt ist gerade Spannung drin, ob wir den ersten Platz noch kriegen oder nicht. Und die will ich jetzt nicht rausnehmen, weil ich einfach so einen dummen Fahrfehler mache hier. Den ich sowieso jedes Mal mache und deshalb Zeit verliere. Sonst wären wir ja schon längst vorbei. So, jetzt hier. Dann die lange Rechts wieder. Bisschen mehr Schwung mitnehmen als er. Dann können wir uns vielleicht vorbeidrücken beim Beschleunigen. Ah, zu früh auf dem Gas gewesen. Raus in den Dreck gekommen. Wie schwer. Ist hier der Rechtsknick. Waren wir auch weit draußen. Konnten aber auch auf dem Pinsel stehen bleiben. So, hier kommen wir ran. So. Er kann sich nicht absetzen. Wir sind immer noch dran hinten. Wir sind immer noch dran. Mann. Noch drei Runden. Oder das ist jetzt noch zwei und eine Viertelrunde ungefähr. Überrundete sind auch noch nicht im Blick. Das sagen könnte, er müsste sich jetzt festfahren oder so. Wir sind echt dran. Wir knutschen hier seinen Diffusor hinten. Können die Glühbirnen austauschen an seinem Blinkelicht da hinten. So, jetzt haben wir aber Platz. Jetzt sind wir dran. Wir haben auch Geschwindigkeitsüberschuss, müssen aber natürlich außen bleiben. Für die lange rechts wieder. Für die schnelle rechts, sorry. Aber hier beim Anbremsen. Vielleicht kommen wir da innen reinstechen oder so. Na, jetzt waren wir zu weit weg. Da haben wir zu viel Zeit verloren. So, hier müssen wir dranbleiben, dass wir dann vielleicht auf der Geraden mit DRS vorbeikommen. Ah, ich weiß nicht, ob es langt. Die Ferraris beschleunigen ja auch wie die Idioten. Aber wir sind dran, jetzt innen ranbremsen. Komm, vorbeibremsen, jawohl. Und da geht's geradeaus. Ach, scheiße, Rückspulfunktion. Sorry, Leute, muss ich jetzt einfach machen. Das ist gerade so, ich bin gerade so in Euphorie drin, dass wir den vielleicht noch kriegen oder nicht. So, jetzt langt's aber mehr als... Nee, langt jetzt nicht. Doch, wir sind drin, wir sind innen. Und
Nein, er ist innen, er hat die bessere Linie. Wir müssen jetzt außen rum, haben den längeren Weg, müssen vom Gas gehen, dass wir nicht abfliegen. Also, immer noch auf Platz 2. Mann, was ein Zweikampf gerade hier mit dem Alonso. So, hier vielleicht bergauf, da können wir natürlich nichts reißen. Da kommen dann die schnellen Rechts-Links-Kurven hier. Im sechsten Gang werden die gefahren. So, immer schön dranbleiben, dass wir auf der Geraden vielleicht irgendwas holen können. Spät auf der Bremse gewesen. Man hat gesehen, wie das Rad vorne... Das gibt's doch nicht. Jetzt mache ich nur noch Scheiße, ey. Das gibt's doch nicht. Jetzt schon die dritte. Rückspulfunktion die dritte. Ja, das war aber auch Rückspulfunktion die vierte. Sorry, das war blöd angenommen. Ich darf natürlich nicht mitten in der Kurve die Rückspulfunktion annehmen. So, jetzt sind wir aber dran. Jetzt haben wir uns natürlich ein bisschen hingecheatet, dass es passt. Aber er ist immer noch vorne. Ich hoffe, ich nehme die Spannung nicht mit der Rückspulfunktion raus. Wir sind ja immer noch hinten dran. Wir tun einfach so, als wäre nichts gewesen. Ich könnte das natürlich jetzt auch so hinschneiden. Dann würdet ihr es gar nicht mitkriegen. Aber das ist ja auch egal. Das will ich euch natürlich nicht antun. So. Wir kommen jetzt gleich in Runde 12. Dann bleiben uns noch 2 Runden, um den Alonso zu überholen. Das muss doch jetzt irgendwie machbar sein. Jetzt können wir ihn reinstechen. Jetzt haben wir ihn gekriegt. Jetzt haben wir ihn gekriegt. Jetzt bloß vorne bleiben. Nicht nochmal überholen lassen. Wir haben ihn. Ach, schön raus beschleunigen. Jetzt müssen wir uns absetzen. Mann. Mir ist so heiß hier gerade. Das ist verrückt. Das ist so anstrengend. Reden und dabei doch so am Lenkrad rumrudern. Das ist... weit rausgekommen. Egal, Hauptsache er kommt nicht, aber er kann jetzt DRS öffnen. Da ist er, da kommt er angeflogen. Aber wir machen die Tür zu. Wir fahren jetzt Kampflinie, an uns kommt keiner mehr vorbei. Als hätten wir einen Hammer auf der Straße oder einen Panzer oder sowas. Oder so ein 40-Tonner. Boah, ich muss mich gerade so konzentrieren. Vorletzte Runde hier. Scheiße. Zeit verloren. Da kommt er wieder ran. Sieht man unten links an der Karte, dieser weiße Punkt. Da ist er. Er verschwindet schon fast im roten Punkt, der weiße Punkt. Das ist schlecht. Und man hört auch sein Geräusch, sein Motorgeräusch hört man so im Hinterkopf so ein bisschen. Und wir sehen die Pfeile schon. Er hängt uns im Getriebe. Wir müssen aufpassen. Wir müssen echt aufpassen. Also absetzen können wir uns auch nicht wirklich. Wie gesagt, es ist auch immer leichter hinterher zu fahren als vorne raus. Das habe ich im letzten Rennen schon mal gesagt. Jetzt haben wir unsere Zeit gut gemacht hier. 1,3 Sekunden hängt er jetzt hinten dran. Das muss doch jetzt lang für die letzte Runde hier. Das muss doch ein bisschen abgekürzt. Ich bin so nervös. Deshalb fahre ich auch gerade so einen Scheiß zusammen. Muss ich noch mal kurz husten. Boah, acker ich mich hier gerade ab. Das ist ja verrückt. Da ist er, weit genug weg, um die DRS-Attacke nicht benutzen zu können. Das letzte Mal hier diese langgezogene rechts. Wieder viel Schwung mitnehmen. Wichtig, wichtig, wichtig. Komm schon. So, dann kommen wir zum letzten Mal zum zweiten Rechtsknick hier, zur zweiten schnellen Rechtskurve, den Bergauf hoch. Da müssen wir uns ein bisschen Kurs aufsparen, haben aber jetzt alles verballert, dass wir nicht nach hinten fahren. Das ist jetzt schlecht, weil wir hier natürlich jetzt keine Power haben, um hier hochzukommen. Deshalb kommt er auch wieder ein bisschen ran hier, jetzt hier keine Fehler machen. Wir stehen wieder spät auf der Bremse, man sieht, das Rad qualmt kurz, aber komm gut rum. So, der letzte. Die letzte schnelle Rechtskurve. Kein Schwung verlieren jetzt. Nicht so viel Schwung verlieren. Da ist er. Innen drin sind die Pfeile. Wir lassen ihn aber nicht durch. Verdammt, der hängt uns echt im Getriebe. Spät auf die Bremse, dass er hier nicht innen reinstechen kann. Oh, das war aber sehr spät. Da haben beide Räder blockiert. Hier rum und dann sauber raus beschleunigen. Und dann müssen wir nur noch über die Ziellinie fahren. Nur noch über die Ziellinie. Komm schon. Wir haben es geschafft. Yes! Boah, war das anstrengend.
werde Fünfter oder besser erreicht. Wir sind Erster geworden. Pastor Maldonado ist Achter geworden und mir ist so warm. Ihr glaubt das nicht. Ich muss jetzt erstmal Urlaub machen. Boah. Du hast gewonnen. Erster Platz. Ein fantastisches Ergebnis. Wahnsinn. Zweiter Alonso, dritter Hamilton. Perez hat sich auf Platz 4 geschoben. Wo ist denn der Vettel abgeblieben? Der hat sich wahrscheinlich irgendwo abgeschossen. Fantastische Leistung. Zwei Siege in Folge. Unglaublich. Ja, wir sind Erster in der Fahrerwertung mit 126 Punkten. 107 hat der Alonso. Das ist quasi unser stärkster Konkurrent momentan. Und ich würde sagen, wir lassen uns kurz feiern. Dann sehen wir uns zum nächsten Rennen wieder. Und ich brauche Urlaub. Ich brauche hier einen Physiotherapeuten, Urlaub und vielleicht auch mal noch irgendwie irgendwas zum Beruhigen. Sagt Tschüss. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Auch wenn wir jetzt ja vielleicht ein bisschen mit der Rückspulfunktion agiert haben. Ist aber egal. Es war trotzdem spannend, hoffe ich. Bis dahin. Bye, bye.